Corona. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu... Hier fliegt gerade eine Shampoo-Flasche umher. Willkommen zurück zu Power Wash. Heute wollen wir über alte Süßigkeiten reden. Okay. Ja, das ist ein wirklich gutes Thema, weil sowas wie Leckmuscheln gibt es mich heute gar nicht mehr. Die gibt es nirgendwo mehr zu kaufen. Ja, Mann. Du hast dich jedes Mal die verdammte Zunge aufgeschnitten da dran und trotzdem hast du die jedes Mal gegessen. So ist es. Die waren so toll. Geflucht dran, weil ich gesagt habe, ich esse die Scheiße nicht mehr. Zwei Tage später hatte ich die ganze Tüte wieder zu Hause. Heute gibt's die nicht mehr zu kaufen. Weil die einfach geil sind. Die gibt's, die sind alt, Emmy. Mama ist 35 Jahre alt. Die gab's zu meinen Kindheitstagen, gab's die. Und irgendwann wurden die nicht mehr gekauft, weil die Eltern gesagt haben, nee, die Kinder schneiden sich ja nur auf eine Ball die Zunge daran auf. Ja. Anscheinend, ja. Ich meine, manche Sachen kriegst du ja tatsächlich noch, weil die wurden dann andersweitig, denke ich, hergestellt. Weil ich glaube, die meisten Firmen davon gibt es gar nicht mehr. Wie zum Beispiel diese Tüten, wo dieses Knisterkaugummi drin waren. Kennt ihr die noch? Ja. Oh ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Mit dem Alien drauf, ne? Genau, richtig. Ich weiß, wie die heißen. Die gab's nicht. Ich hab das geliebt oder so, wenn die Aktion hatten oder das sonstiges. Wenn du das aufhören willst und ein Alien hast, darfst du dir noch ein Tütchen nehmen. Du kannst noch ein Tütchen nehmen, ja. Kenn ich auch noch. Ich hatte fast mal einen ganzen Karton gehabt, ey. Welche ich auch noch früh gegessen habe mit diesem Bubblegum aus dieser kleinen Tube. Diese blaue rosane. Ja, aber die gibt's tatsächlich auch noch bei World of Sweets. Ja, die kannst du sogar bei Kaufland kaufen. Ja? Das hab darauf habe ich nicht wieder geachtet. Ich auch nicht. Hast du vergessen, das hätte ich gedacht, dass sie noch gibt. Doch, die haben sie wieder mit reingenommen ins Inventar. Also das finde ich gut. Ja, aber sowas wie die Leckmuscheln, also das haben die aber auch mal. Ich bin der Meinung, die Leckmuscheln kannst du noch kaufen. Ja. Die einzeln so auf Restposten. Das kann sein. Das so wie Zimmermann oder so. Will ich ja nicht abstreiten, dass das... So, ne? Aber, das kann ja sein. Man kriegt ja auch nicht immer alles mit. Aber sowas wie UFOs kannst du noch immer kaufen. Und die habe ich ja früher als Kind habe ich die geliebt. Die ollen Scheißteile. Ich habe immer, diese Zitronenbrause rausgeholt. Oh, ja, aber manche hab die immer weggeguckt. Manches Mal sind die aber so sauer, die Teile. Deswegen habe ich die rausgeholt und weggekippt. Immer. Ich meine, es wäre einfacher gewesen, hätte ich mir dann eben halt Dings hier Esspapier geholt, als mir das Ding immer mit den UFOs fertig zu machen. Ja, diese wahrscheinlich, aber gut, die gibt es tatsächlich immer noch zu kaufen, die esse ich tatsächlich immer noch gerne, ab und zu mal. Schatz, also 5 Milliliter Spritzen brauchen wir nicht mehr. Alles klar. Die ganze Kiste ist voll. Emmy. Na, aber doch nicht die ganze Zeit dazwischen. Was gab's denn damals noch für Süßigkeiten? Also Eis gab's noch mit der Kaugummi unten drinne. Kaugummi unten drin. Oh ja, dieses Dreieck, ne? Ja, genau. Und mit dem Kaugummi im Stiel. Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, bum gibt's noch. Bum, bum. Da, ja, aber die eine Sorte gibt's mehr, die gelbe. Das weiß ich nicht. Aber bei Eis bin ich tatsächlich irgendwie raus. Weil es war einmal rot, das war ja Erdbeer. Ich hab am liebsten gerne Banane gegessen. Ich dachte immer, das wäre Ananas. Nee, Banane war das. Nicht so gut. Also mit dem Kaugummi im Stiel, das weiß ich auch noch, dass es die gibt. Die habe ich schon mal wieder gesehen. Aber das Dreieck mit dem Kaugummi auf 4 Stück. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Das habe ich dann auch noch früher noch so gerne gegessen. Okay, die Schuhe. Die Fufos. Fufos? Sind das diese Joghurts? Diese Quarkdinger mit den Aliens in der Mitte. Ja, genau. Oh mein Gott. Und die Yps-Zeitung. Die hatte ich auch immer. Es gab ja auch mal diese Joghurttüten, die du kaufen konntest. Du konntest abreißen und konntest du Joghurt so essen. Ja, kennt ihr die auch noch? Ja. Da haben sie jetzt ja so sozusagen diese Quetschis von gemacht. Da haben sie ja diese Quetschis leider von gemacht. Ja, aber da fand ich die Tüten viel, viel besser. Ich glaub, das aber gut, das waren ja... So, Karton ist auch leer. Ja. Emmy, hat die Sabbel. Oh. Warte mal.
Nicht, war das einfach auch leid oder so, dass hier jeden Morgen so viel Müll auf dem Tisch liegt, weil wir ständig eine neue Spritze nehmen müssen und so. So, jetzt habe ich den ganzen Müll weg. Oh, jetzt ist alles schön hier. Ich krieg diese... Ja, was gab's denn noch alles? Es gab ja so viel Kram. Kennst du die Snackbox noch? Snackbox? Ja, da war so ein komischer kleiner Cracker drinnen mit so einer Scheibe Käse und... Oh ja, stimmt! Das gab's auch. Oh, ich hab die so geliebt! Stimmt ja. Oh Gott, das ist aber auch echt lange her. Warum haben die sie eigentlich rausgenommen? Keine Ahnung. Das war doch der größte Hit ever, Alter. Du kamst in der Pause und hattest dann deine Snackbox. Ja. Na, und das hat auch wirklich gereicht, ne? Da waren so, ich muss lügen, sechs Cracker drinne, dreimal Käse, dreimal Wurst. Ja. So. Keine Ahnung, das wird nämlich schon einen Grund haben, warum die das rausgenommen haben. Wahrscheinlich war das aus hygienischen Gründen. Ist ja meistens so. Ja. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war immer hier eine Dings, so ein kleines Stückchen Butter. Nee. Verdammt. Schön noch mit so einem Plastikmesser so. Ich mache mir meine Snackbox. Ja, wahrscheinlich. Aber es gab so einen Urkicker-Markt, gibt es ja immer noch. Ist ziemlich teuer geworden mittlerweile. Früher haben die mal 50 Pfennig kostet, glaube ich. Und danach war es irgendwann mal Cent und jetzt kosten die 1 Euro. Habe ich das jetzt mal auf der Tankstelle gesehen. Ein bisschen übertrieben, wie ich finde, aber naja, okay. Ja gut. Ja, stimmt. So, was gibt's denn noch alles? Dann gibt's auch die Eissorte Brauner Bär. Das gab's noch, das habe ich früher auch mal ganz gerne gegessen. Sag mal, es gibt auch gar nicht mehr hier diese Flaschen mit den Perlen, ne? Doch. Diese kleinen Fläschchen? Doch, die gibt's noch. Ich weiß, dass die Perlen auf Dingsen und so überall gibt, aber ich habe diese Fläschchen nicht mehr gesehen. Ich habe da immer dran rumgenuckelt. Ja. Die gab's noch, weil die hatte ich mal für Emmy geholt. Als kleinen Gag. Okay. Aber die hat sie sowieso nicht gegessen. So. Bevor die Scheiße geworden. Gibt's die Kaugummis noch? Da diese Stangenkaugummis? Ja, die gibt's tatsächlich noch. Da, wo immer so zwei Stück nebeneinander waren. Ja, genau die. Die gibt's ab und zu auch nochmal zu kaufen. Die habe ich das letzte Mal tatsächlich beim Einkaufen gesehen und habe mir dann auch so gedacht, oh Gott, der hat so früher immer gegessen. Immer. Was ich ewig nicht gegessen habe, ist auch die Kaugummis, die ich gerne geholt habe in dieser großen Box drin, die Früchte-Kaugummis. Früchte-Kaugummis? Oh. Mhm. Die Früchte-Kaugummis? Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Früchte-Kaugummis? Das waren Kaugummis in Früchteform. Ach, in Früchteform. Die. Ja. Diese Hartfrüchte da. Ja, genau. Stimmt. Wo sie richtig hin? Oh, ja, die habe ich auch geliebt, Alter. Ich würde die auch gerne wieder haben. Mhm. Und wie waren die Süßigkeiten früher sowieso besser? Habe ich immer so das Gefühl. Die habe ich dann immer früher bei, bei Rulfs waren, habe ich die immer geholt. Mhm. Kennt einer von euch beiden noch diese Lutscher mit diesen Plastikinsekten drinne? Ja. Die waren so ekelig. Ja. Das sah viel zu eklig aus, aber die Lutscher waren lecker. Und wirklich, es war ja nur Plastik da drin. Also. Nur trotzdem mochte ich das nie. Ich sehe gerade ein Foto hier. So, ich so, oh, so geil, Alter, Kindheit. Geschmack. Geschmackssache, okay, aber Lolli hat echt geil geschmeckt. Nur das einzige, die Viecher da drin. Eigentlich hatte gerade mir die zu fressen. Ja, aber ich glaube, die haben sie die auch rausgenommen oder so aus dem Sortiment oder so, weil viele Kinder sich daran verschluckt haben an den Plastikviechern. Weiß ich nicht. Ja, das kann gut sein. Kann ich nicht sagen. Nicht ja, die Lippenstifte gibt's ja immer noch da. Ja. Oder diese Ringlollis mit den Diamanten drauf. Ja, oh Gott. Mit Diamanten drauf. Ja.
Ne, die und bei, die waren so geil. Oh, guck mal, ich hab einen neuen Ring gekriegt. Norbit? Ja, Norbit, ne? Weiß wo sie nicht. Die Ringe tauschen, als Kinder. Ich hatte Erdbeergeschmack, ich hatte meinen aufgelutscht. Naja, das weiß ich nicht, aber die waren auch richtig gut. Ja. Auch, es gibt ja auch heutzutage nicht mehr diese ganz sauren Teile, wie hießen die denn nochmal? Du meinst Center Shock? Ja. Doch, die gibt's noch. Ja? Also, aber die sollen jetzt demnächst aus dem Sortiment rausgenommen werden. Ja, die Kinder heutzutage sind Weicheier. Ja gut, ich habe die dann aber auch nicht mehr wirklich gegessen, weil irgendwann war das dann auch zu viel. Ich habe noch ein altes Bild, wie damals die Negerküsse aussahen. Shock gibt's ja noch. Da stand früher wirklich Negerküsse drauf. Ja, waren ja auch Negerküsse. Und dann war da ein Mädchen und ein Junge drauf, also die sich lächelnd angucken. Also es war schon eine Anspielung an Neger, die sich küssen. Also Schwarzhäutige. Ja. Dass man das rausgenommen hat, okay, kann ich mir vorstellen, weil das ist echt anschüssig. Kennt ihr noch die... Ah, ja, Mann, die kenne ich auch noch. Wenn ich beim Kiosk war, ne? Ja. Kennt ihr noch diese Crazy Lipsticks? Diese roten Kaugummi-Lippenstifte, die du auch immer am Mund immer gemacht hast? Nee, hey, die kenne ich gar nicht. Nee, ich kenne nur das die mit Stifte, diesem Traubenzucker. Die sind aus wie, so gesehen, das waren einfach so einfach rote Stifte. Die sind verrückte Lippenstifte. Und die haben wir dann immer so angeleckt, weil die dann die Farbe abgegeben haben. Die haben wir dann immer auf der Lippe gemacht. Okay. So was nannten wir damals Labello. Ja, ist aber ein Kaugummi-Format gewesen. Ja. Ja. Nee, die kenne ich jetzt gar nicht mehr. Vielleicht, wenn ich da mal irgendwie ein Bild von sehe, ja, aber... Kennt ihr noch die Zigaretten und die Schokolade? Ja, oh mein Gott, die Kaugummi-Zigaretten. Ja, die gab es ja auch damals mit Schokolade, genau. Ja. Jetzt gibt's die auch mit Karamell, gibt's die auch jetzt. Ich habe ständig diese Sticks immer komplett mit dem Papier drum gegessen. Warte. Ich schicke dir mal ein Foto. Dann ich weiß genau, nicht warum, aber ich hatte so einen Tick da drauf, die komplett zu essen. Ach, mit dem Papier. Lipsticks. Du creepy Teil. Irgendwie voll schrecklich, ne? Meine Mutter hat auch schon gesagt, Alter, du wirst irgendwann krank davon. Hier, komm, irgendwie war das so scheißegal. Ja, ich so kann ja gerade nicht aus. Nachgucken. Ja, irgendwann, wenn du Teil hast. Was gab's denn noch? Gibt's noch irgendwas? Die Smileys, die großen fetten Smileys. Oh, stimmt. Center Shocks gibt's immer noch. Okay. Minimilk. Minimilk? Ja, das Eis. Minimilk. Mit den Löwen auf der Verpackung drauf von Agnese. Oh ja. Weiß ich nicht. Die originalen Minimilk. Die kleinen Milkies da. Die kleinen Milkies mit Schoko, Erdbeer und Vanille. Nee, überhaupt nicht. Ja. Das mit den, was du meintest, diese Knister-Kaugummi-Dinger, mit diesen Eiern drauf, ist Magic Gum. Magic Gum, ja. Stimmt. Oh, oh, oh. Napo. Kennt ihr noch die Napos, Lutscher? Napos, Alter. Ja, Napo gibt ja auch. Welche noch. Lutscher? Welche? Die Lutscher mit den, mit dem Stiel wie Cowboys und so. Mit diesem komischen Eis, wie das aussieht wie so ein Eislutscher. Eislutscher? Ja, das ist, das sieht aus. Also der Lutscher sieht aus wie so ein Eis und dann ist der Stiel irgendwie so ein Cowboy oder ein Indianer und so. Also richtig so als Figur gezeigt. Das muss, da kann ich mir das nicht erinnern, da muss ich ein Foto von sehen. Nein. Ja, dann vielleicht sein, aber noch. Aber also Leckmuscheln kannst du noch kaufen. Okay. Aber würde ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr kaufen. Zum Beispiel, warte mal, ich mach mal ein Foto, wenn Markierer mich lässt. 25 Stück, 3,79 €. Oha. Markira, wenn du nicht so viel rumzappeln würdest, könnte man mal ein besseres Bild machen. Ja, dann kennen wir noch alle die alten Hubabu zum Aufdrehen. Zum Aufdrehen? Hm. Ach, du meinst diese Schnecken oder wie? Die. Du hattest die Tastennummer nicht, Schatzi, oder? Nein, dann gib ihn die nochmal. Hab ich nicht. Ich hab nur von Schatzi Otti habe ich nur die Nummer. So. Dann gib mir doch mal meine Nummer. Aber bitte jetzt nicht gerade in der Aufnahme sagen. Ja, kenn ich. Ja. Nein, nein. Ja, ne? Geil, oder?
Und mir fällt jetzt auch ein, welche Lipsticks du meinst. Die haben wir die Figuren behalten, da können wir sogar davon noch Eis machen. Jeta, die haben wir uns damals immer in der Schule gekauft. Wir haben bei mir in der Schule gab's die Lipsticks auch. Lipsticks, und dann haben wir uns immer die Lippen damit. Ja, muss man in die Nummer von Bibi geben, Schatz. Ja. Dann schreibe ich sie kurz an, dann hat sie auch meine. Was gibt's denn noch? Ja, es gab so viele Süßigkeiten immer. So. Ja. Diese Huber-Buber-Schnecken. Ich weiß nicht, ob die Schnecken hießen, aber die gibt's ja immer noch zu kaufen. Ja, diese Rolle meine ich. Ja, genau. Weiß ich nicht. Ja, das Einzige ist, meine, jetzt von den neuen Faltgum zum Beispiel esse ich ja gerne. Da haben sie ja meine Sorte hier auch aus dem Sortiment. Ja, die allererste, die raus. Das Gelbe. Ich frag mich dann immer, Tropical. Warum. Ist ob weg. Sich die einfach nur nicht mehr verkaufen oder sowas. Oder am geilsten war oder immer, wenn du beim Arzt warst oder so, diese kleinen Kirschlollis. Oh ja, die waren richtig gut. Oh ja, meine Oma hat jedes davon so viele immer gehabt. Ja, jedes Kind ist immer gerne zum Arzt gegangen, weil es wusste, es gibt danach diesen Kirschlolli. Ja, aber die gibt es immer noch zu kaufen. Die habe ich das letzte Mal erst bei Famila gesehen. Ja, geil. Kennt ihr noch die Perlen in diese Babyflasche noch? Ja, haben wir uns vorhin schon drüber unterhalten gehabt. Nein. Deswegen bin ich auf das Thema raufgekommen, dass wir Süßigkeiten mal durchgehen. Aber die gibt's auch noch zu kaufen. Echt? Ja, die gibt's noch zu kaufen. Ich dachte, dass sie ehrlich noch. Die habe ich Emmy das letzte Mal gekauft. Aber die ist die Teile. Ja, die alten Kellogg's Max mit dem Frosch noch drauf. Oh ja. Herr Jesus. Lang ist es her. Du bist abgemeldet? Abgemeldet? Na, hörst du jetzt mal auf? Nein! Schatzi, was ist los? Okay. Ja, die Tüten-Ahoi-Brause gibt's ja auch nicht mehr. Nee, gibt's nicht mehr? Nein. Die haben jetzt nur Tüten anders gemacht oder so und dann hat nur die Lollis und so alles und bla bla bla. Okay. Es gibt immer die ganz alten Typen, die wie die ersten, die rauskamen. Weißt du, wo das Getränk noch auf der Verpackung noch drauf war? Gibt's nicht mehr. Ach so, ja, aber die Tüten selber gibt's noch. Aber die Tüten selber gibt's noch, klar. Okay. Ich wollte gerade sagen, denke ich. Hab ich ja was da verpasst. Kennt ihr noch diesen Crazy Dip da mit dem Fuß? Oh ja. Oder diese Sticks oder wie das auch mal heißt. Mit Kirsche und. Was war das? Zitrone? Ja. Ich glaube, es war Zitrone, aber die gibt's tatsächlich noch. Die mag Amy mich auch ganz gerne. Ja, die gibt's auch nicht mehr. Die habe ich gesucht früher. Und zwar die Haribo Bananen mit den Affen drauf. Haribo Bananas gibt's auch nicht mehr. Okay. Mhm. Warte, zeige ich dir. Bibi Maus. Lass ich auch bei Bibi Maus drin. So. Markira, lass meine Gardinen. Ja, nein. Warum? Nein. Schicke ich dir jetzt mal eben. Und zwar, das sind die Haribo Bananas. Ja, jetzt hast du mir wehgetan. Selber schuld. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich kannte die. Die habe ich gesuchtet früher, Alter. Ich glaube, wir haben damals alles durchgesuchtet, oder? Oh. Und das gleiche schicke ich jetzt auch nochmal meine Frau hier. Die meine ich, Schatz. Kennt ihr noch die Giant Love Hearts? Nee, sagt mir jetzt gerade so nix. Warte, ich mach mal ein Foto, wenn ihr das seht oder so, ihr wisst, was ich meine. Es waren damals so eine komischen runden Dinger mit einem Herz drauf und Liebesgrüße drinne. Ah, ja. Weißt du, die Typen, die ich immer tagelang gefressen hab. Ja, das war aber, glaube ich, eher nur Traubenzucker, ne? Was das da drinnen war. War das Traubenzucker? Diese Traubenzucker? Ich glaube, es hantiert unter Traubenzucker, ja. Es gibt auch diese Hart. So eine Perlenkette, die du im Arm hattest, wo du abknabbern konntest. Ja, aber die gibt es immer heute noch. Die gibt es noch immer. Aber die gibt es ja heute noch. Die gibt es ja immer noch, das weiß ich.
Die hatten wir ja vor kurzem mal. Was ich weiß, Geburtstag, wo wir die hatten? Ich weiß es nicht. Zweiten oder dritten Geburtstag? Dritten oder vierten Geburtstag, meine ich. Hatten wir. Da waren so viele. Ja, Kinder mögen die immer noch weggefressen haben. Ja, was gibt's denn noch? Double Dip? Ja, genau. Das ist dieses, den ich vorhin meinte. Ja, Double Dip Brause. Ja, genau. Da hast du ja diese Traubenzucker-Stick gehabt und dann hast du ja diese zwei verschiedenen, keine Ahnung, was ist das, Zuckervarianten. Sind fünf Stück in einer Tüte drin. Ja. Vor allem bei Erdbeer-Orange. Oder so. Dann gibt's noch diese Brausekugellutscher. Ja. Oh ja, die roten, rot-weißen. Die rot-weißen, glaube ich, waren. Ja, genau, ja, genau. Die habe ich hier gerade. Rot-weiß. Was ich auch früher gefressen habe, ohne Ende, waren diese, die Nappos. Die Nappos, ja, aber die gibt's immer noch. Ja. Die gibt's ja immer noch, ja klar. Ich würde traurig sein, wenn es nicht geben würde. Brause Flummis, also die UFOs, die hat ja schon angesprochen. Die habe ich ja nur gefressen, weil da habe ich gedacht, so, ach, es gibt ja bestimmt noch was Saures, aber habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, was Saures. Also, ich finde nichts mehr Saures. Weil für mich ist nichts mehr sauer. Abgehärtet. Ja, aber richtig, also mit sauer. Beißt man eine Zitrone rein, denn. Oh, hab kein Problem mit. Die hau ich dir so weg. Ja, also ich weiß jetzt, welche Dips das waren. Orange Kirsche. Orange Kirsche, genau. Stimmt. Ja. Aber Kirsche lag ich ja schon richtig, aber das andere wusste ich nicht mehr. Was gibt's denn noch? Oh, fast den äußeren Rand fertig. Ehre Jesus. Oh, was Kleines. Ja. Wer das Beste? Die Blompen rausgezogen haben, wenn du reingebissen hast. Und die gab's immer bei Oma. Immer. Oh, ich hab die am Fernsehen gesehen. Hm, super Oma, danke. Das Gummi-Dracula-Gebiss. Ah ja, stimmt. Oh Gott. Ja, stimmt. Oh Gott, das ist. Lang ist es. Hast du gesehen, Schatz, was ich meine, diese Haribo, die es nicht mehr gibt? Die ja, habe ich gesehen. Ja, die kenne ich ja auch noch, aber ich habe die nicht gegessen. Ich mochte die Konsistenz irgendwie nicht. Aber ich mochte das. Das waren die einzigen Bananas oder so ohne Gelee. Sondern die Bananen, ne? Ja. Waren genauso wie die Erdbeeren. Diese Primavera, glaube ich, heißen die jetzt von Haribo. Ach so. Weißt du, wo die Erdbeeren war das, wo du reingebissen hast, da war das innen drin weiß. Und so war das mit den Bananen auch. Ja, aber die gibt's ja noch. Die gibt es noch. Aber nicht mehr von Haribo. Warte. Das Bitte hat mir ja geschickt, Jeta. Haribo Bananas heißen die. Und die habe ich hier direkt gerade neben mir stehen. Oh, super. Okay. Kann ich dir gleich mal ein Bild von machen. Aber die gibt's nicht mehr in dieser. Die kleinen Erdbeerform gibt's die noch, aber die gibt's nicht mehr in der großen Erdbeerform. Diese großen runden. Ja, die gibt's noch, die Primavera. Ich meine, davon die gleich ganz auch mit Bananen. Ja, die Bananen, die habe ich direkt gerade neben mir stehen. Die gab es bei Famina, das ist so eine Kilo-Box, ist das. 150 Stück sind da drin. Okay. Wenn wir da mal wieder da sind, dann hole ich mir die immer wieder. Weil ich die so sehr liebe. Ja, du kannst auch aber diese Erdbeerform, die großen davon, die gibt's. Ja. Die habe ich tatsächlich nirgendwo mehr gefunden, nicht mal bei World of Sweets. Und eine Zeit lang, glaube ich das, ich bin aber nicht mehr. Nicht mehr sicher. Gab's davon eine Zeit lang? Das war Limited Edition. Gab's davon auch von Haribo auch Himbeeren? Papa, was ist ja, das eigentlich? Das kann sein. Boah, Schatz, die. Upsi, nicht so laut. Den halben Teil nicht. Ja, da gab. Ja, Herzen gibt's jetzt davon noch. Herzen? Jetzt hat er dann auch Sterne. Ja, gut, wenn das diese ganze Limited Edition sind, klar, die gibt's dann natürlich dann meistens nicht mehr. Ja, natürlich. Boah, ey, diese Haribo Bananas, weil das ist das, was ich, wann haben wir einkaufen? Gestern, vorgestern? Ich glaube vorgestern waren wir einkaufen. Montag, ja. Da, wo wir bei Kombi waren. Da wird die ganze Zeit geguckt oder so wegen diesen scheiß Bananas von Haribo. Da haben sie ja nicht. Ne, muss bei Famila. Famila gucken, die haben sowas so. Ja, gut. Muss ich das mal machen? Kennt ihr noch diese Glibber-Insekten? Ja, die waren so ekelig. Ja. Aber jedes Mal, wenn du auf dem Scheiß Geburtstag, also wenn du auf dem Geburtstag warst, ne,
Du hast dich so gefreut, denn in diesem Tütchen und guckst da rein und dann sind da diese Glibberscheiße drin. Aber ich hab die immer so gehasst. Ja, die waren richtig eklig. Und meine Mutter hat die auch immer gekauft, ne, und in unsere Tüten reingepackt. Und ich so, Mama, die ist kein Mensch. Anscheinend ja schon. Kein Mensch mag dieses Schlabberzeug, Alter. Anscheinend ja schon. Oder die Mütter haben das immer gekauft, weil sie gedacht haben, okay, das ist cool für Kinder und kein Schwein hat das gegessen. Nee, wir vergrauen die Kinder, deswegen kaufen wir die. Ja, wir kommen die wieder hierher, da habe ich endlich meine Ruhe. Genau so in etwa. So, ihr Lieben, das war erstmal diese Folge. Wir reden dann weiter über Süßigkeiten in der nächsten Folge. Wir gucken mal, was wir alles noch so Schönes aus unserer ganzen Erinnerung rausfiltern können, was es damals noch gab. Und dann sehen wir uns. Tschüss. Und ich